Diffusionspotenzial, Membranpotenzial. Wir müssen uns mal damit ein bisschen näher beschäftigen. Nochmal zurück zur Erinnerung. Eine Spannungsquelle ist ja nichts weiter als hier zum Beispiel ein Elektronenüberschuss, also eine negative Ladung. Und schon alleine der Unterschied zur positiven, selbst wenn hier keine Ladungen wären, kann man als Potentialunterschied, also als Spannung auffassen. Jetzt nehmen wir mal an, wir machen eine Elektrolyse mit einfach mit Natriumchlorid, also Kochsalz. Nebenbei guckt mal auf den Link, wer das nicht weiß, hier ruhig draufklicken, kurz angucken, dauert ein, zwei Minuten und das Video wartet hier, das ist also kein Problem. So, und wir legen die äußere Spannung, die wir angelegt haben, die lassen wir weg, dann können wir hier zwischen eine Spannung messen. Denn hier habe ich durch die Elektrolyse vorher lauter Natrium gesammelt. Ich hatte hier vorher Minus anliegen, ne? Dann sammeln sich die positiven wegen der Anziehung Ionen und hier die Chlorionen. So, demzufolge habe ich wieder einen Potentialunterschied. Ich kann also hier eine Spannung messen. Wenn ich jetzt sage, ich messe mal die Spannung nicht von hier nach hier, sondern ich gucke mir mal den Top nochmal richtig an und nehme mal, lass mal das hier außer Acht und messe mal von der Konzentration her, also ein Stückchen weiter weg von meiner ursprünglichen Elektrode, die Spannung, habe ich einen Potentialunterschied, denn hier sind weniger Elektronen, hier sind noch mehr Chlorionen. So, wie kommen wir jetzt aber weiter? Jetzt gucken wir uns die Sache noch ein bisschen anders an. Jetzt sage ich, wir gucken uns mal nur den linken Teil an. Also ich könnte von der Elektrode, wo noch ganz viele Chlorionen sind, und ein Stückchen davon weg, könnte ich eine Spannung messen. Okay, bis dahin. Ich habe also hier ein hohes chemisches Potenzial, hat jetzt nichts mit dem elektrischen zu tun, also hier sind viele, viele Stoffteilchen, sprich in diesem Fall waren es mal Chlorionen, und hier sind weniger. Warum hier immer noch welche sind, das lässt sich durch die Diffusion erklären. Diffusion, nochmal gucken, hier auf den Link, da habe ich Diffusion und Osmose nochmal extra behandelt, bloß um die Begriffe mal zu klären. Die Diffusion bewirkt aber während der Zeit, dass sich die Konzentrationen ausgleichen. Und zwar hier von der hohen Konzentration in Richtung niedrige Konzentration. Und ich werde eine immer geringere Spannung messen. Und wenn ich das jetzt eine ganze Weile so laufen lasse, dann wissen wir von der Diffusion, dass die ja nicht bloß in eine Richtung, sondern in beide Richtungen geht, dass sich also die Konzentrationen innerhalb dieses Topfes, Teiltopfes, ne, ich habe jetzt hier wie gesagt die positive Seite mit den Natriumionen weggelassen, dass sich dann, wenn hier alles sich ausgeglichen hat an Chlorionen, also überall die gleiche Menge ist, ich dann sagen kann, ja, dann ist die Spannung auch null. Denn hier ist nichts negativer als hier und hier ist nichts negativer als da. Gut, gucken wir uns die nächste Idee an. Nochmal zu unserem Topf. Ich habe gerade eben die Elektrolyse beendet und ich sage, ich habe jetzt zufälligerweise 1 Mol Chlorionen, Chlorionen und 1 Mol Natriumionen auf beiden Seiten. Achtung, die Masse der Ionen, und zwar die molare Masse in diesem Fall, beträgt 35 U. Also ein Chlorion hat 35 U Unit. Ach, ich weiß nicht, ob ich den Link hier anbringe, aber es müsste eigentlich normal sein, müsste eigentlich jeder wissen, dass wir Atommassen nicht mehr in Gramm messen können. Und Natrium hat nur 23 U. Und jetzt nehmen wir mal an, jetzt gerade, wo ich die Spannung, die äußere, noch, also die Elektrolysespannung habe ich abgemacht und jetzt kann ich hier zwischen eine Spannung messen, dann kann ich sagen, so, jetzt schiebe ich mal hier eine Membran dazwischen. Membran ist übersetzt dünnes Häutchen. Und zwar, das ist wie eine Art Sieb, ein Ionensieb, sagen wir mal in diesem Fall dazu. Und das lässt nur, weil es so feine Maschen hat, so stellt man sich es vor, nur Natriumionen durch, die ja nicht so groß sind wie diese, ne? Schon alleine von der Masse her. Also hier sind weniger Protonen als hier, schon alleine damit hängt es zusammen. Und dann gucken wir uns mal den Fall auf der nächsten Seite an, was dann passieren wird. Wegen der Diffusion, notfalls nochmal auf den Link gucken, wegen der Diffusion werden sich hier die Chlorionen gleichmäßig verteilen und hier die Natriumionen. Jetzt kommen aber die Natriumionen an die Membran, die Chlorionen auch. Und die Chlorionen kommen hier leider nicht durch. Die Natriumionen schon. Was passiert dann? Ich hatte hier bis zu dem Zeitpunkt modellhaft 1 Mol und hier 1 Mol. Was passiert hier? Jetzt sind die Chlorionen hier drüben geblieben und dann die Natriumionen, die sind von hier nach da gewandert, denn die möchten sich untereinander, chemisches Potenzial, möchten sich untereinander gleichmäßig verteilen.
Ja, jetzt sind die aber hier. Was nun? Jetzt müssen wir dieses eine Mol Chlorionen mal mit einem halben Mol Natriumionen mischen. Denn hier bleibt noch die Hälfte übrig und hier ist die Hälfte. Und das trieseln wir jetzt mal auf. Also dieses eine Mol trieseln wir mal auf in ein halbes Mol Chlorionen und dazu dieses halbe Mol Natriumionen. Und die zusammen ergeben gar keine Ladung, ne? Denn die sind in der Summe, Plus und Minus haben sich ausgeglichen, sind ja beide einwertig. Was passiert aber mit dem Rest? Ich habe hier noch ein halbes Mol Chlorion, wozu keine Natriumionen hier sind. Und ich habe hier drüben auch noch ein halbes Mol Natriumionen. Aha, also habe ich hier immer noch eine Spannung. Man könnte denken, beziehungsweise wenn ich die Membran wegnehme, würde sich alles so gleichmäßig wieder verteilen, ohne angelegte äußere Spannung. Das ist eine gemessene. Also ohne angelegte äußere Spannung würde sich alles gleichmäßig verteilen und ich hätte kein Potenzial mehr. Ich habe hier aber zwei Phasen. Phasen sagt man auch zu Zuständen. Also hier ist eine Phase, weil hier der Zustand ist, hier habe ich Natrium und Chlor und hier ist eine Phase, weil hier nur Natrium in wässriger Lösung ist. Also der Potentialunterschied zwischen diesen beiden Phasen durch eine Membran, ja, und jetzt sind wir wieder beim Ursprungsbegriff. Aha. Das ist das Membranpotenzial. Und das hier, wenn also nur durch Diffusion sich unterschiedliche Konzentrationen ergeben, nehmen wir mal an, ich hätte bis hierher noch gar keine, dann wäre der Konzentrationsunterschied ja noch höher. Dann wäre die Spannung, also und damit auch der elektrische Potentialunterschied, wenn hier keine sind, noch größer. Also wäre die Spannung noch größer. Jetzt wandern die aber durch Diffusion, ne, sich verteilen, wandern die aber dahin. Das heißt, jetzt sind mittlerweile auch hier welche. Und immer noch ist eine unterschiedliche Konzentration zwischen Chlorionen oder unterschiedliches chemisches Potenzial. Also kann ich, weil das elektrisch geladene Teilchen sind, auch hier einen Potentialunterschied in Form von Spannung messen. Jetzt hoffe ich mal, dass das ausreicht, damit wir darauf aufbauen können, denn wir wollen zur Nernst-Gleichung noch einige Sachen klären und die auch ein bisschen herleiten. Aber bis dahin, ich habe hier die Links angefügt, wo das Video wartet, und zum Schluss werde ich jetzt hier Links angefügt haben, die dann zu den einzelnen Videos führen. Gut, ich wünsche euch, dass ihr es verstanden habt, denn das ist mein Ziel, mehr will ich nicht. Und eigentlich macht Verstehen Spaß. Bis dann, tschüss.